Wir haben ja schon auch bei den letzten Veranstaltungen gesagt, dass es ganz verschiedene Risikofaktoren für einen Schlaganfall gibt. Und das sind jetzt hier im Grunde die häufigsten. Es ist zum einen, Moment, falscher Knopf, natürlich als ganz wichtiger Risikofaktor erhöhter Blutdruck. Bei 56% der Schlaganfallpatienten wahrscheinlich ein wesentlicher Risikofaktor. Dann kommt hier schlechte Diät, Body Mass Index und dann kommt aber auch schon als viertes letztendlich die zu hohe Glucose beim nüchternen Patienten und dann sozusagen absteigend Air Pollution ist natürlich etwas, wo der Einzelne nicht so viel dran machen kann, was tatsächlich ein gesellschaftliches Problem eher ist. Dann ist Rauchen, Nierenmissfunktion, Alkoholmissbrauch oder wenig Bewegung, wobei das natürlich mit dem Body Mass Index irgendwie zusammenhängt. Wie man sieht, die meisten Sachen davon können wir persönlich ganz gut beeinflussen. Air Pollution kann natürlich auch jeder was für tun. Also eigentlich haben wir die 10 häufigsten Risikofaktoren ganz gut in der Hand und heute kümmern wir uns einmal insbesondere um die Glucose. Was die Diabetologen eigentlich schon begriffen haben, was bei vielen anderen Erkrankungen, glaube ich, noch gar nicht so durchgesickert ist, dass es letztendlich eine Systemerkrankung ist. Also ein Diabetes betrifft ja jetzt nicht nur das Hirn, sondern betrifft natürlich das Auge, betrifft die Nieren. Das ist ja alles mal aufgezeichnet und es geht im Grunde immer um zwei Gefäßregionen. Es gibt einmal eine diabetische Makroangiopathie. Das ist das, was man im Grunde auch bei der PAVK kennt, ne? Also Lipideinlagerung in Schichten des Gefäßes. Es kommt zur Entzündung, weiterer Lipideinlagerung. Das Gefäß wird irgendwann immer enger und entweder fliegen dann da so kleinste Embolien weg von diesen Gefäßstenosen oder das Gefäß geht irgendwann mal ganz zu. Man kriegt hinterher ein hämodynamisches Problem. Und auf der anderen Seite gibt es die Mikroangiopathie. Die Neurologen kennen das immer als kleine Lakunen, die irgendwo im Hirn entstehen, aber das gibt es tatsächlich im Grunde in jedem Endorgan, muss man sagen. Das hier ist jetzt erstmal so ein Überblick und darum, eigentlich um diese beiden Aspekte, habe ich mich so ein bisschen gekümmert, das mal aufzuarbeiten. Was weiß man eigentlich so dazu? Und während die Makroangiopathie eher mit dieser Fetteinlagerung, Makrophagen, Inflammation ganz viel zusammenhängt, ist bei der Mikroangiopathie eher so eine Einlagerung oder Veränderung, sagen wir mal, der Extrazellularmatrix, der Basalmembran, Glykylierung von Kollagen und Proteoglykanen ein Riesenproblem, sodass irgendwann die Diffusion von Stoffen, die aus dem Blut zur Zielzelle kommen sollen, also im Hirn, vor allen Dingen natürlich die Neuronen, immer schwerer wird und dadurch kommt es dann hinterher zu Schäden. Ich hatte schon gesagt, klar, wir Neurologen interessieren uns natürlich immer hier für diesen Teil hier oben. Also Hirn, hier ist jetzt tatsächlich nur die mikrovaskuläre Problematik aufgezeichnet, aber natürlich gibt es ja auch die makrovaskulären Probleme in der ACI oder in der Cerebrimedia. Am Herzen, das war etwas, das war mir jetzt gar nicht so klar. Für Internisten ist das wahrscheinlich was, was schon immer klar war. Aber ich hatte immer einen Herzinfarkt damit zusammengebracht, dass ein großes Gefäß irgendwie verengt ist. Und das macht hinterher Angina und da muss man da einen Stent reinsetzen. Und das löst das Problem. Aber es gibt tatsächlich ganz genau auch die mikrovaskulären Herzinfarkte. War für mich jetzt irgendwie Neuland, aber das sind natürlich die Leute, die Angina pectoris haben. Und wenn man dann eine Angio macht, dann findet man halt keinen Gefäßverschluss. Etwas, was ich immer so hingenommen habe, aber nie hinterfragt, das sind halt im Grunde natürlich die mikroangiopathischen Herzinfarkte. Genau, dann gibt es das natürlich an der Niere. Wissen wir auch alle, dass Diabetiker häufig ein Nierenproblem mit der Zeit entwickeln. Und natürlich PAVK, also die großen Gefäße, die verschlossen sind. Aber was wir auch häufig bei Patienten sehen mit kardiovaskulären Risikofaktoren, sind natürlich auch die mikrovaskulären Probleme. Und hier ist jetzt im Grunde so ein Endasthma gezeigt und dann hier irgendwo so Schwanzzellen und Neurone, also Leute, die hinterher eine Polyneuropathie entwickeln, weil im mikrovaskulären Bereich einfach die Versorgung dann nicht mehr stimmt. Jetzt habe ich schon gesagt, Mikroangiopathie beim Schlaganfall hängt damit zusammen. Makroangiopathie beim Schlaganfall hat was mit Diabetes zu tun. Und letztendlich, wenn man sich jetzt die Toast-Klassifizierung anguckt, gibt es ja Mikro,
vaskuläre Schlaganfälle, makrovaskuläre, und dann gibt es noch die kardioembolischen. Und der Diabetes ist so eine Systemerkrankung, dass es auch natürlich noch das Herz betrifft, nämlich über diesen Weg, über diese Veränderung des Herzens. Herzinfarkte haben wir bei Diabetikern hinterher tatsächlich ein um 35% erhöhtes Risiko, auch Vorhofflimmern zu entwickeln. Also Diabetes ist eigentlich so ein ganz zentraler Punkt für das ist eine ganz zentrale Ursache für Schlaganfälle. Das ist auch schon in Studien nochmal so unterlegt worden. Hier hat man zum Beispiel mal in der Studie bei Patienten, die eine Angina pectoris hatten, eine stabile Angina pectoris, geguckt, haben die eigentlich auch ein mikrovaskuläres Problem. Das hat man beim Großteil dieser Patienten auch tatsächlich gefunden. Und frappierenderweise findet man bei vielen dieser Patienten dann auch wie geht das ja, im transkraniellen Doppler Auffälligkeiten, die darauf hinweisen, dass sie im Grunde auch ein zerebrales mikrovaskuläres Problem haben. Also genau diese Systemproblematik, die kann man nachweisen, auch wenn man bei den Patienten manchmal im Hirn selbst dann noch gar keine Mikroangiopathie sieht. Und was wir Neurologen ja als Erkrankung kennen, ist ja Kardasil als ganz klassisch, ganz stark ausgeprägte Mikroerkrankung. Und interessanterweise gibt es ganz schöne Studien, die zeigen, dass auch Patienten, die ein Kardasil haben, wo wir uns ja immer darum kümmern, Patienten nur klassischerweise mit Migräne, psychiatrischer Auffälligkeit, viel Mikroangiopathie im Hirn, dass auch diese Patienten hinterher irgendwie eine kardiale Mitbeteiligung haben. Ja, zeigt da also ganz häufig gibt es einfach diese systemischen Zusammenhänge. So, dass das nicht einfach nur so eine Behauptung ist, dass Diabetes was mit mikrovaskulären Erkrankungen zu tun hat, sieht man hier. Sie kennen vielleicht noch die Fazekas-Klassifikation. Sonst ist sie hier nochmal kurz aufgezeichnet. Mit der Fazekas-Klassifikation kann man einteilen, wie viel Mikroangiopathie man im MRT sieht. Hier sieht man nur so einzelne Pünktchen, das ist Fazekas Grad 1. Hier sieht man schon ein paar mehr, teilweise konfluierend, das ist Fazekas Grad 2. Und wenn man dann so richtig schlimm konfluierende Leukenzephalopathie hat, das ist dann Fazekas Grad 3. Und in dieser Studie hat man mal geguckt bei Patienten, die einen normalen Blutzuckerwert hatten, gegen welche, die einen Diabetes hatten. Wie häufig hat man denn periventrikulär oder im Marklager welchen Fazekas Grad gefunden? Und Sie können hier sehen, dass Fazekas Grad 1 war bei 71% der Gesunden und bei Typ 2 Diabetes nur noch bei 38%. Die haben aber dafür umso mehr diesen Fazekas Grad 2, während das nur hier bei 14% in der Normalgruppe war, war das bei 55% der Diabetes mellitus Typ 2 Klasse. Das ist ja ein ganz deutlicher Zusammenhang, den man da eigentlich sieht, dass das damit zusammenhängt. Das ist natürlich hier in der tiefen weißen Substanz ungefähr ähnlich gewesen. Könnte man erstmal sagen, na gut, dann haben die halt ein bisschen mehr Mikroangiopathie. Sieht man ja auch immer mal Patienten, die Mikroangiopathie haben und damit auch gar nicht so schlecht durchs Leben kommen. Aber wenn man sich das natürlich mal systematisch anguckt, ist es halt doch anders, wenn man sich den MoCA mal bei solchen Patienten anguckt. Ne? Bei Patienten, die einen gesunden Blutzucker haben, dann hatten die in so einer Vergleichskohorte mal einen MoCA von 27 versus 25 in der Diabetes mellitus Typ 2 Gruppe. Wie gesagt, ohne dass die irgendwie jetzt eine Schlaganfallsymptomatik oder sowas hatten. Ne? Sondern es waren im Grunde klinisch weitgehend gesunde Patienten. Das zeigt aber zum einen, Diabetes macht tatsächlich diese Mikroangiopathie, die ich vorhin in dem Bild jetzt erstmal so behauptet habe. Und zum anderen hat es natürlich irgendwann auch Einfluss auf das Leben des Patienten, zumindest hier in einem MoCA, also hinsichtlich Demenz dann irgendwann. Genau, aber es macht nicht nur sowas Subklinisches, sondern Schlaganfall ist auch tatsächlich, wenn man sich das in Studien anguckt, hier ist jetzt mal eine rausgegriffen, nee, hier ist so eine Übersicht mit mehreren, ungefähr erhöht ist das Schlaganfallrisiko um den Faktor 2. Gibt es hier auch nochmal so ein, hier gibt es mehrere Reviews zu, letztendlich, wenn man es alles so zusammen sieht, also ungefähr geht man von einer Verdoppelung der Schlaganfallrisiken aus. Wodurch kommt das Ganze denn jetzt eigentlich? Und diese Folie ist leider so ein bisschen vermischt, aber ist trotzdem irgendwie die beste, die ich jetzt dazu gefunden habe. Hier unten sieht man, ist auch primär jetzt für Herzen beschrieben, gilt fürs Hirn aber genauso. Und die sehen hier eine gemeinsame Endstrecke zwischen makrovaskulären Problemen und den mikrovaskulären Problemen. Und hier ist schon gezeigt, das erste ist schon aufgedeckt sozusagen,
Was ist ein Teil des Problems? Also, wir haben zu viel Blutglucose und das führt im ersten Schritt zum Beispiel dazu, dass erstmal Lipid vermehrt produziert wird. Das wissen wir ja alle noch. Der Körper kann nicht auf einmal so viel Glucose verbrauchen, also legt er sich irgendwie einen Speicher an. Das macht er klassischerweise durch Fett. Und auf der anderen Seite kann natürlich, wenn viel Fett gerade produziert wird, wird natürlich kein Fett abgebaut. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Das wäre ja sonst auch vollkommen widersinnig. Und Fett sammelt sich dann an. Und das Gemeine beim Diabetes ist dann jetzt noch, man könnte ja sagen, na gut, dann baut derjenige halt mal kurz Fett auf, kann er ja irgendwie wieder abbauen, fastet er. Wo ist denn eigentlich das Problem? Ja, ist bei vielen anderen Menschen ja auch so, dass schon mal die Fett aufgebaut wird und Fett wieder abgebaut wird. Eins nur, dass durch diesen Überschuss an Energie, die durch die Glucose im Grunde dem Kreislauf zugeführt wird, Teile dieser Fette oxidiert werden. Und in dem Augenblick kann der Körper sie nicht mehr richtig verwenden. Die akkumulieren dann und die führen im Grunde zu diesen Ablagerungen, die man gerade in diesen makrovaskulären Problemen in den Plaques findet. Und das führt dann dazu, dass in diesen Plaques sich dieses oxidierte LDL sammelt. Und dann kommen natürlich Entzündungszellen. Der Körper merkt, okay, hier ist irgendwas, das kann ich nicht mehr abbauen, kann ich nicht gebrauchen. Und dann kommen die Makrophagen ins Spiel, die natürlich dann um Hilfe rufen und sagen, Mensch, so kann es ja nicht weitergehen, da ist was, das stört mich ganz fürchterlich. Also werden inflammatorische Zytokine ausgeschüttet. Und das ist natürlich etwas, was jetzt für einen gesunden Körper, der eigentlich gar keine Entzündung gerade braucht, immer was ganz Schlechtes, weil natürlich auch das wieder weitere Signalwege anschmeißt, die Gefäße im Grunde schon stört und letztendlich auch dann dazu beiträgt, dass diese Plaques immer größer werden und hinterher manchmal auch zu sogenannten Plaquerupturen kommt, weil einfach zu viele Entzündungszellen da sind, die zu viele Enzyme ausschütten und die ganze Sache instabil machen. Was hier noch gezeigt ist, was auch passiert ist, werden natürlich durch zu viel Glucose sogenannte reaktive Oxygenspezies, also ROS, produziert, also hoch, reaktive Sauerstoffradikale, die sich an alle möglichen Strukturen rund um so eine Quelle sammeln und unter anderem zum Beispiel dafür sorgen, dass die Gefäße nicht mehr sich richtig kontrahieren können, nicht mehr genau genug weit werden können. Teilweise führt es aber auch zu so Gefäßaussprossungen, die etwas widersinnig sind, weil sie an der Stelle nicht gebraucht werden. Und ein Faktor dafür sind diese sogenannten AGEs. Das sind die Advanced Glycation End Products. Was ist das? Das ist sozusagen eine ganz große Klammer. Ist eigentlich alles Extrazellularmatrix. Also Zellen liegen ja nicht aneinander, sondern zwischen den Zellen befindet sich auch etwas im Körper. Und das ist so etwas wie Kollagen, Laminin, Proteoglykane. Und wenn die irgendwo glykyliert werden, dann ist das für den Körper auch ein Problem, weil die in dieser Situation so ein bisschen erstarren und einfach nicht mehr so gut abgebaut werden können. Und das ist insbesondere das, was bei der mikrovaskulären Problematik, also wenn wir an Mikroangiopathie denken, dazu führt, dass zum Beispiel die Basalmembran immer breiter wird und irgendwann die Diffusion von den wichtigen Nährstoffen nicht mehr funktioniert und dann die Schäden der neuronalen Zellen entsteht. Also das ist vor allen Dingen etwas, was ganz wichtig für die Mikroangiopathie ist. Und wenn man sich das hier noch weiter anguckt, auch das führt natürlich wieder diese glykylierten Produkte über verschiedenste Wege, will ich gar nicht drauf eingehen, letztendlich Inflammation und in wie so eine Toxizität der Glucose, ja, die zu dieser Glykylierung führt. Und das führt hinterher natürlich zu Fibrose, weil diese glykolierten Endprodukte in der extrazellulären Matrix natürlich nicht so elastisch sind, ne, wie jetzt normales Elastin oder irgendwas, was man sich vorstellt, was in der Gefäßwand ist, sondern es erstarrt, es wird fibrotisch. Und ja, im Grunde das, was man auch bei der Mikroangiopathie hinterher sieht, ein starres Gefäß, was besonders unelastisch ist und deshalb auch gerne dann mal kaputt geht. Genau, das ist das gleich noch mal ein bisschen weiter gedacht. Ich finde ehrlich gesagt, hier sind die Pfeile eigentlich falsch rum. Aber wie auch immer, letztendlich all das, was ich gerade gesagt habe, führt dann hinterher dazu, dass
die sogenannte Vasoreaktivität reduziert ist. Das ist das, die Gefäße können sich nicht mehr so anpassen, ne? Also wenn zum Beispiel hoher Blutdruck kommt, dass sie sich dann ein bisschen zusammenziehen, Autoregulation, sondern die sind mehr oder weniger erstarrt. Das sogenannte Neurovascular Coupling funktioniert nicht mehr so gut. Das ist das, was man darunter versteht. Es wird ja Blut und Nährstoffe werden geliefert und sollen an das Neuron weitergegeben werden. Und auch dazwischen findet eine Regulation statt. Das funktioniert natürlich dann nicht mehr, wenn die Gefäßwand auf einmal viel dicker wird und in der Exozellularmatrix sich Stoffe ansammeln. Und das betrifft natürlich nicht nur die Neurone, die sind natürlich ganz zentral im Hirn, aber letztendlich alle Zellen, ne? Oligodendrozyten, Astrozyten und was da nicht so alles dahinter steckt. All das funktioniert da nicht mehr richtig gut. Und das führt natürlich dann hinterher dazu, dass wir diese White Matter Hyperintensities, also mikroangiopathische Läsionen haben, Mikroinfarkte, aber auch diese Microbleeds, ne? Wenn diese kleinsten Gefäße dann porös werden und dann nicht mehr reagieren können und es zu kleinen Blutungen kommt. Das nur noch mal als Zeichen, dass ich jetzt hier ein bisschen zu dem makrovaskulären Teil spielt, aber bei diesem mikrovaskulären Teil natürlich auch eine Rolle. Nur um das noch mal einmal zu zeigen, weil ich es irgendwie ganz schön aufgezeichnet fand. Gesagt hatte, diese reaktiven Oxidierer, also ROS, die oxidieren das LDL. Sagen ja schon sowieso immer das schlechte LDL, aber dann ist es ehrlich gesagt besonders schlecht. Weil wenn es dann hier oxidiert ist, dann wird das von den Makrophagen aufgenommen und dann steht hier so schön Cholesterolakkumulation und das sind dann ja so die sogenannten Schaumzellen. Ja, kennt man ja schon ewig lange aus der Histologie, aber genau dadurch entstehen die, dieses oxidierte LDL, die sammeln das an und damit sind die Zellen halt auch überhaupt gar nicht glücklich und schütten ganz viele inflammatorische Zytokine aus. Gut, und zu was führt diese ganze Geschichte, da gehen jetzt gleich meine Kollegen natürlich noch mal viel mehr drauf ein. Aber hinterher ist es so ein Zusammenhang zwischen einmal Hyperglykämie an und für sich. Das wiederum führt natürlich auch dazu, dass die Gefäße nicht mehr ganz so elastisch sind. Und hinterher führt es zu dieser mikrovaskulären Dysfunktion im Hirn, was zum einen dazu führt, dass auch die Blut-Hirn-Schranke nicht mehr so gut funktioniert. Klar, die Gefäße sind nicht mehr so elastisch, wie so ein poröser Gartenschlauch. Da kommen immer mal irgendwelche Proteine durch, was natürlich für den Körper auch schlecht ist, zu Inflammation führt. Dieses Neurovascular Coupling funktioniert nicht mehr. Die Autoregulation wird schlechter. Insgesamt problematisch für die Perfusion. Dann entstehen natürlich gewisse Schadensmuster, die ich gerade schon mal erwähnt habe, sodass Zellen sterben oder zumindest auch die Konnektivität geändert ist. Ist ja klar, wo Inflammation ist, entstehen jetzt auch nicht unbedingt neue Synapsen, sondern werden eher abgebaut, sodass neben dem Stroke auch sicherlich kognitive Dysfunktionen und Depressionen ganz große Probleme hinterher für die Patienten sind. Gut, nochmal Zusammenfassung, auch für später vielleicht nochmal wichtig. Diabetes ist ein wichtiger Risikofaktor für Schlaganfälle. Führt zu Dyslipidämie, Inflammation und oxidativem Stress. Und ganz zentrale Zelle in diesem Ganzen sind eigentlich diese Foamy Macrophages, die so ein ganz wichtiger Treiber für die Inflammation sind über dieses oxidierte LDL, was sie einfach nicht abgebaut kriegen. Jawohl, das war, was ich dazu zu bieten hatte. Haben Sie Fragen dazu? Anmerkungen. Ja. Die Glykylierung ist sie, die wird ja wahrscheinlich abhängig sein von Glucose selber. Also umso höher das Glucose, umso schlimmer wird das mit der Glykylierung und dann mit dem Abbau. Kann man dann, wenn man auch kein Diabetes hat, mit dem niedrigen nüchternen Zucker, wenn man jetzt einen normalen hat von 90, dass man dann versucht, weiter runter zu drücken auf 70, hat man damit dann noch ein niedriges Risiko, also Primärprävention für einen Schlaganfall? Ja, also die Frage ist, je niedriger, desto besser ist die Frage, oder? Ja. Von Diabetes und auch von Prädiabetes gibt sicher ein Kontinuum. Je höher der Blutzucker, desto schlechter ist es. Aber ob, also mir sind jetzt keine Studien bekannt, die im normoglykämischen Bereich jetzt gezeigt hätten, dass
noch niedrigere Blutzuckerwerte, also das Risiko senken. Allerdings, also der Prädiabetes, die pathologische Glukosetoleranz, diese Stufe geht schon mit einem deutlich erhöhten Risiko einher. Das heißt, das spricht so ein bisschen für Ihre These. Ja, ist natürlich so ein bisschen problematisch für Hirnzellen. Ne? Also viel niedriger kann man natürlich auch irgendwann nicht mehr runtergehen. Ne? Sie sind halt sehr anspruchsvoll. Das ist ja für Neurone das Problem. Die haben ja eigentlich keinerlei Speicher. Das heißt, sie brauchen ein ständiges Angebot an Glucose. Und wenn das natürlich, wissen wir ja auch aus der Klinik, ne? Wenn das irgendwo so bei 50 die Glucose ankommt, das ist für die Funktion dann auch wieder schlecht. Die Glucosamine zum Beispiel, die sind ja sehr schädlich für das Gehirn. Also das wäre zum Beispiel auch, würde auch dagegen sprechen. Also vielleicht nicht zu niedrig, aber normoglykämisch. Das wäre optimal. Ja, ja, ja. Weitere Bemerkungen, Ideen? Nein. Gut, dann an meinen Kollegen übergeben. Ja, ich habe so ein bisschen, sagen wir mal, so den klinischen Teil übernommen und mein Topic war so ein bisschen, was die Bedeutung für die Schlaganfalltherapie und gibt es noch so andere neurologische Folgeerscheinungen, sagen wir mal, die jetzt nicht direkt was mit dem Schlaganfall zu tun haben, aber mit der wir auch natürlich im Alltag als Neurologen da konfrontiert sind, wo möglicherweise der Diabetes mellitus auch da eine ganz wichtige Rolle spielt. Genau, das sind die Conflicts of Interest. Das hatte ich nur ganz kurz eben schon mal erwähnt, dass das die Fortführung ist quasi dieser Fortbildungsreihe. Wir haben damit letztes Jahr im Juni angefangen. Da haben wir so ein bisschen unser Netzwerk vorgestellt und das sozusagen große Teile hier von Nordrhein umfasst, wie zum Beispiel Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf, Solingen. Genau, das ist so dieses Nevano Plus. Und dann haben wir weitergemacht im September letzten Jahres mit der Sekundärprävention, mit so Themen wie Schlaganfall, Lotsen und Helfer. Und dann im März dieses Jahres war dann der Risikofaktor Hypertonie quasi im Fokus. Genau, und dann ist heute sozusagen die logische Fortführung mit dem Risikofaktor Diabetes. Genau, das ist jetzt nur kurz die Übersicht, um was soll es in meinem Vortrag gehen. Schlaganfall, Diabetes mellitus und Vorhofflimmern. Das hatte Michael Gliem eben auch schon so kurz angerissen, dass da irgendwie so ein Zusammenhang besteht. Und dann auch, welche Rolle spielt möglicherweise der Diabetes mellitus in der Akuttherapie des Schlaganfalls? Ja? Also Lysetherapie, Thrombektomie, ne? Spielt das da irgendwie eine Rolle? Beeinflusst er das in irgendeiner Weise positiv oder negativ? Und dann andere beispielhafte neurologische Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Demenz und Polyneuropathie, ne, mit denen wir im Alltag natürlich auch konfrontiert sind. Welche Rolle spielt da der Diabetes? Ne? Ja. Gut, wenn wir darüber sprechen, welche Beziehungen quasi der Diabetes zum Schlaganfall hat, dann müssen wir eigentlich so ein bisschen so über dieses Dreieck hier sprechen. Ja? Also der Diabetes ist ein Risikofaktor für den Schlaganfall, das hatten wir eben auch schon gehört, aber er ist auch ein Risikofaktor für das Vorhofflimmern. Ja? Und das Vorhofflimmern wiederum ist natürlich wieder ein deutlicher Risikofaktor sozusagen für den Schlaganfall. Ja? Genau, also der Diabetes gehört zu den stärksten unabhängigen Risikofaktoren für den Schlaganfall. Wir hatten eben so eine Zahl gehört, ungefähr um das Zweifache. Ne? Hier ist so ein relatives Risiko von 1,7 wird hier berichtet. Ja, also so in der Größenordnung bewegt sich das.
Und dann hatten wir ja eben auch das Thema nüchtern Blutzucker. Ne? Das war direkt hier einmal auch in der Frage gewesen. Und das korreliert tatsächlich sehr gut mit dem Schlaganfallrisiko. Ja? Und da sieht man tatsächlich auch hier, ja, also eine, ja, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Mit dem Schlaganfallrisiko, ne, die Odds Ratio, und da sieht man quasi, ja, das ist so eine leichte U-Form möglicherweise, ne, also hier so bei 90, 99 ist es so am niedrigsten, und steigt dann an, je höher der Blutzucker ist, und dann jetzt hier über 140 hat er dann so eine Odds Ratio von 2,8, ne, ja. Genau, und wie ist es, die Beziehung Diabetes und Vorhofflimmern? Da ist es auch, Diabetes ist ein signifikanter Risikofaktor für das Auftreten von Vorhofflimmern. Ja. Deshalb möglicherweise so ein Screening von Diabetikern auf Vorhofflimmern so ab 65 sinnvoll. Ja. So, können wir einmal nochmal zurückgehen. Das sieht man jetzt hier auch nochmal hier in dieser und hier. Risikofaktor Meta-Analysen-Zusammenfassung, ne? Der Diabetes mellitus hier unten hat dann hier auch nochmal eine Odds-Ratio von 1,6, ne? Und ist ja auch in diesem CHAT-SWEST-Score quasi da mit integriert, ja, ist also da nochmal ein wichtiger Risikofaktor natürlich für Schlaganfall, aber auch fürs Vorhofflimmern. Dann kann man sich einmal anschauen, dass Vorhofflimmern-Patienten, die Diabetes zusätzlich noch haben, dass die doch eine deutlich erhöhte Übersterblichkeit haben. Ja? Das sieht man hier in dieser Kaplan-Meier-Kurve, dass man das hier die Nicht-Diabetes-Patienten, die Vorhofflimmern haben, deutlichen Überlebensvorteil haben, ne, über die Zeit. Ja? Deshalb ist das auch nochmal ein wichtiger Faktor, den man da beachten muss. Und das ist jetzt eine Abbildung, die uns Blutungen bei Vorhofflimmern-Patienten quasi veranschaulicht. Und das ist eine Subgruppenanalyse aus der Aristotle-Studie. Das ist ja die Zulassungsstudie von dem Apixaban gewesen. Und da geht es jetzt nur um mal Blutungen jeglicher Art. Ja? Und die Kurven sehen eigentlich ähnlich aus, sagen wir mal, für jetzt sozusagen ischämischen Schlaganfall, für intrazerebrale Blutung und so weiter. Ja? Und das jetzt nur so mal beispielhaft herausgegriffen, dass die Patienten, die einen Diabetes haben und auf Warfarin waren, ne? Also es ist ja diese graue Kurve, die durchgehende graue Kurve, ich versuche mal hier einmal nachzuzeichnen, dass die die höchste Wahrscheinlichkeit haben für eine Blutung, ja, jeglicher Art. Und dann kommen die Patienten quasi ohne Diabetes mit Warfarin, ne? Das ist diese gestrichelte Linie hier. Ja. Dann kommen die Patienten mit Diabetes und Apixaban. Und die, die am wenigsten bluten, sind die Patienten ohne Diabetes und mit Apixaban. Ja. Und dieses Verhältnis quasi oder diese Reihenfolge, die lässt sich quasi auch, ne, übertragen auf, also weitestgehend auf ischämische Schlaganfälle, auf intrazerebrale Blutung und so weiter. Ne. Natürlich in einem anderen Größenverhältnis, ne, nicht hier in diesen hohen Prozentzahlen natürlich, aber genau in dieser gleichen Reihenfolge. Gut, welche Empfehlungen gibt es von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie für, sagen wir mal, die Einstellung des Blutzuckers in der Akutphase beim ischämischen Schlaganfall? Ja, und wenn wir das mal einmal so kurz mal durchgehen, bei allen Schlaganfallpatienten soll in den ersten 72 Stunden eigentlich nach der Aufnahme der Blutzuckerspiegel überwacht werden und unabhängig von Diabetes-Status eine geeignete Therapie zur Behandlung einer Hyperglykämie eingeleitet werden. Klar, ne? Ja, also Blutzucker-Tagesprofil bei jedem Patienten, der bei uns auf der Stroke Unit aufgenommen wird, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann bei akuten Schlaganfallpatienten soll der Blutzucker ungefähr zwischen 70 und 200 Milligramm pro Deziliter liegen. Ja. Und dann kommt jetzt noch der Punkt, eine routinemäßige kontinuierliche Gabe von IV-Insulin soll beim ischämischen Schlaganfall nicht erfolgen. Ja. Genau. Ne?
da genau, um eine strengere Kontrolle des Blutzuckerspiegels als Mittel zur Verbesserung des funktionellen Ergebnisses oder des Überlebens oder des Infarktwachstums zu erreichen. Ja, da zeige ich auch gleich nochmal sozusagen die Daten, worauf das beruht. Ja, aber das wird nicht empfohlen, ne? Dass man da IV-Insulin quasi bei einem akuten Schlaganfall Patienten gibt. Und dann, was auch natürlich nachvollziehbar ist und was wir eben auch schon mal kurz thematisiert haben, dass eine Hypoglykämie einfach vermieden werden sollte. Ne? Ja, genau, ne? Weil das natürlich auch schädlich ist. Und was nochmal ein interessanter Aspekt ist, eine prästationäre Gabe von Insulin, also schon im Rettungswagen oder beim Notarzt auf der Straße, das sollte nicht erfolgen, ne? bei einem Schlaganfallpatienten. Nicht. Das ist jetzt zumindest erstmal die Empfehlung, klar, ne? Wenn es jetzt Hypoglykämie ist, ist natürlich was ganz anderes, ne? Aber jetzt sozusagen in der Situation jetzt erstmal nicht. Und worauf beruht diese Annahme, dass diese IV-Insulintherapie keinen Benefit bringt? Und das ist quasi, das wird zurückgeführt auf diesen sogenannten Shine Trial, ja. Und das ist quasi ein Trial, wo man zwei Gruppen gehabt hat, also Patienten sozusagen mit Hyperglykämie quasi. Die wurden dann in 60 Standorten eingeschlossen und die Hyperglykämie war halt hier auch definiert, ne? Glukosekonzentration größer 110 Milligramm pro Deziliter, wenn sie Diabetes hatten, oder 150, wenn sie keinen Diabetes hatten. Und 1151 Patienten wurden eingeschlossen. Ja, und dann gab es die tatsächlich kontinuierliches intravenöses Insulin bekamen. Ja, das waren so 581. Und dann die andere Standardbehandlungsgruppe, 570 Patienten, die quasi so dieses subkutane Insulin bekommen. So ein bisschen so, wie wir es machen, dann so mit diesem mit so einer Treppe, ne? Dass wir so gucken, okay, wie hoch ist der Blutzuckerspiegel, dann geben wir so und so viele Einheiten an Altinsulin. Und der Outcome-Parameter war der 90-Tage-MRS, ne, klassischerweise beim Schlaganfall. Und man hat keinen signifikanten Unterschied gesehen, ja, in dem favorable Outcome. Ja. Also da war sozusagen 20,5% in der intensiv behandelten Gruppe und 21,6% in der Standardgruppe. Was man aber gesehen hat, dass in der Intensivbehandlungsgruppe schwere Hyperglykämien aufgetreten sind, ne? Und nur in dieser Gruppe, ja? Ja, und daraus resultiert halt die Empfehlung, okay, das sollte man lieber dann nicht bei den Schlaganfallpatienten machen. Gut, dann hat man tatsächlich noch eine Subgruppenanalyse gemacht, und zwar mit der Frage, beeinflusst die Hyperglykämie irgendwie die Thrombolyse, ja, oder das Outcome der Thrombolyse, ne? Man kann sich ja einfach vorstellen, dass möglicherweise durch sagen wir mal, diese Hyperglykämie zu vermehrten Blutungen kommt, ne? Ja, weil die Gefäße möglicherweise fragiler sind, ne? Oder die Extrazellularmatrix, das hatten wir eben gehört, dass die auch nicht ganz so stabil ist. Und das ist sozusagen eine Analyse, auch eine Subgruppenanalyse von diesem Shine-Trial. Und da hat man nochmal geguckt, okay, wie viel symptomatische intrazerebrale Blutung treten denn auf nach der Thrombolyse? Ja, immerhin haben von diesen 1151 Teilnehmern 725 eine Thrombolyse erhalten, ja, und auch relativ schnell, ja, also so 2,2 Stunden quasi nach Onset, ja, das ist schon eigentlich eine gute Zahl, ja, und nach der Thrombolyse trat in ungefähr 3,6% halt diese symptomatische intrazerebrale Blutung auf, nicht signifikant hinsichtlich der Unterscheidung in der intensiven Insulingruppe, ja, also die IV-Insulin bekommen haben, gegenüber der Standard-Glucose-Gruppe, ja. Aber was man dann gesehen hat, dass also in den ersten 12 Stunden erhöht sich jede Erhöhung des Glukosespiegels 10 Milligramm pro Deziliter die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen intrazerebralen Blutung. Und zwar mit und einen größeren Anteil von Glukosewerten im Normbereich verringert die Wahrscheinlichkeit. Ja? Also je höher sozusagen der Glukosespiegel war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer intrazerebralen Blutung kam. Ja? Also auch hier
kein Unterschied hinsichtlich eigentlich des Outcomes oder des Auftretens, ja. Aber eine Frühhyperglykämie nach der Thrombolyse ist mit einem erhöhten Risiko einer symptomatischen intrazerebralen Blutung verbunden. Insbesondere bei älteren Patienten hat man das gesehen und auch bei schweren Schlaganfallpatienten. Ja. Gut. Dann kann man das alles noch übertragen, auch auf die endovaskuläre Therapie. Ne? Da ist es sozusagen ähnlich. Da gibt es nur noch nicht so ganz so viele Daten zu, aber auch hier gibt es auch die Faktoren Diabetes, also hier ist so eine Registerstudie aus Taiwan, also Diabetesstatus, Aufnahmeglucose, glykiertes Hämoglobin hat man da angeguckt und dann halt den 90-Tage-MRS. Ja? Und hier war es auch so, dass der Diabetes eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein schlechtes funktionelles Outcome zeigte, ja. Dass die symptomatischen intrazerebralen Blutungen, die Aufnahmeglucose erhöht waren. Also wenn die Aufnahmeglucose und so ein Index quasi zwischen Aufnahmeglucose und HbA1c erhöht waren, dann waren die auch mit symptomatischen intrazerebralen Blutungen vergesellschaftet und einem schlechten funktionellen Outcome. Ja. Also auch hier, wie wir es eben schon mal in diesem kleinen Schaubild gesehen haben, die Aufnahmeglucose ist wahrscheinlich der am besten geeignetste Blutzuckermesswert für die Vorhersage von Ergebnissen nach einer endovaskulären Therapie. Ja. Gut, okay. Und dann will ich jetzt mal einmal den Schwenk machen zu den anderen neurologischen Folgeerkrankungen. Und genau, ich habe das Schaubild kennen Sie wahrscheinlich schon alle oder haben Sie schon mal gesehen. Es ist ja, sag mal, so bekannt hinsichtlich der sag mal, Faktoren, die die Demenz beeinflussen. Ne? Und das wird so alle paar Jahre auch im Lancet aktualisiert. Das ist jetzt quasi die zweitaktuellste Folie. Ja? Die aktuellste ist gerade vor ein paar Wochen da nochmal rausgekommen. Aber was hier eigentlich zeigt und was ganz wichtig ist, quasi, dass wir ungefähr 40% der Faktoren kennen und auch beeinflussen können, die eine Demenz verursachen. Und wenn Sie jetzt nochmal kurz an die Folie von Herrn Glien sich zurückerinnern, ne, mit diese 10 Faktoren für den Schlaganfall quasi da einmal gezeigt hat, ja, dann finden Sie hier natürlich ganz viele von diesen Sachen hier wieder. Ne? Ja, also Diabetes, Luftverschmutzung, Physical Inactivity, Rauchen, Fettleibigkeit, Alkohol, Hypertonus. Ne? Also die sind fast eigentlich alle hier drin. Ja, die können wir auch beeinflussen. Hier ist es auch nochmal unterteilt, so ein bisschen in frühe Phase, ja, Lebensphase. Da ist vor allen Dingen tatsächlich sowas wie Erziehung und Bildung, ne, ganz wichtig, um eine Demenz zu vermeiden quasi. Ja, also man sieht einfach sozusagen, dass die gebildeter und eine höhere Ausbildung haben, eine weniger Demenz haben. Dann Midlife, ja. Das ist so quasi das Alter eigentlich hier in diesem Schaubild zwischen 45 und 65. Ja, da ist sowas wie Hörverlust, ne? Also ein ganz wichtiger Faktor. Ja, aber dann halt hier auch Traumatic Brain Injury, Hypertonus, Alkohol und Fettleibigkeit. Und dann hier Later Life. Das ist dann so ab 65, ja, das sind so Rauchen, Depression, soziale Isolation und körperliche Inaktivität und dann auch natürlich der Diabetes, ganz wichtig. Ne? Und ich sag mal, der Unterschied jetzt zu der neueren Abbildung ist eigentlich, dass die meisten dieser Faktoren, die ja auch im Later Life sind, ne, die rutschen einfach nach Midlife. Ja? Also werden einfach wichtiger quasi auch im mittleren Teil des Lebens. Und der Diabetes ist damit so 2% abgebildet. Und es gibt tatsächlich zwei Faktoren, die sind hier noch gar nicht erwähnt. Haben Sie? Ja. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, ja.
Ja, also genau, das sind die zwei Faktoren, die sind jetzt, und zwar mit richtig, also das LDL-Cholesterin hat da so 6-7%, ne? Trägt es dazu bei, ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. Ich glaube nur, dass die gute Nachricht ist einfach, dass wir können viele Sachen davon beeinflussen, ne? Ja. Genau. Dann, ich sag mal, da gibt es dann viele Metadaten, Meta-Analysen dazu, und das ist auch irgendwie nicht verwunderlich, dass das Demenzrisiko mit der Dauer und dem Schweregrad des Diabetes irgendwie zunimmt. Ne? Das würden wir uns ja irgendwie so denken. Das ist, sag ich mal, schon irgendwie so. Aber was hier dann nochmal gesehen worden ist, dass sagen wir mal, eine intensive Behandlung des Diabetes im Vergleich zu einer Standard-Diabetes-Behandlung, ja, immerhin über eine Nachbeobachtungszeit von 5 Jahren, also keinen Einfluss auf den kognitiven Abbau hatte oder eine Demenz. Ne? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht noch so andere Daten kennen, aber das hatte mich schon so ein bisschen überrascht, ne? Dass, sagen wir mal, eine intensivere oder eine bessere Einstellung des Diabetes möglicherweise, zumindest hier in diesem Kontext, in dieser Studie, keine Besserung zeigte. Ne? Zeitverlauf, ja. Aber Hypoglykämien haben, so viel ich weiß, also einen negativen Einfluss. Ja. Die erhöhen das Risiko. Ja. Und dann war da noch berichtet, okay, da gibt es tatsächlich immer noch so Untersuchungen, ob irgendwie ein bestimmtes Medikament möglicherweise protektiv und da wurden dann auch so ganz viele Sachen berichtet, aber da gab es da mal, sagen wir mal, Daten eher dafür und dagegen, also Metformin war mal da und dann natürlich auch, sagen wir mal, jetzt diese neueren Medikamente, da gab es aber jetzt... genau, dann will ich das gar nicht, sagen wir mal, hier nicht vorwegnehmen. Aber da können Sie uns dann einfach updaten. Ja. Gut, dann weiter. Ja. Ganz kurz noch Diabetes mellitus und Polyneuropathie. Das ist natürlich auch so ein Alltags- sagen wir mal, Thema für uns, ne? In der klinischen Neurologie, ich denke in der Klinik, aber auch im niedergelassenen Bereich, ja? Und das ist natürlich häufig, ne? Und hier ist so eine geschätzte Prävalenz mal von dieser häufigsten Form, dieser distalsymmetrischen Polyneuropathie, die wird so zwischen 20% und 30% geschätzt, ne? Da gibt es aber ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Studien und auch den geografischen Regionen. 15% der Patienten mit Diabetes haben so eine schmerzhafte Variante, ja, und so ein gemeinsamer Risikofaktor ist halt die Diabetesdauer, ne? Ja, also für die schmerzhafte Variante und für diese Ausprägung der diese distalsymmetrischen Polyneuropathie. Dann gibt es noch diese eine andere Form, diese kardiovaskuläre autonome Neuropathie, ja, und da gehen die Schätzungen auch so auf ungefähr 10-30% in der Prävalenz, also in der Prävalenz, aber da auch gibt es unterschiedliche Angaben, je nach geografischer Region, ja. Ja, was man sagen kann, es ist wirklich eigentlich weit verbreitet, ja, und aber diese Prävalenzschätzungen, die sind halt, sagen wir mal, möglicherweise ein bisschen ungenau durch so unterschiedliche Diagnosemodalitäten und Kriterien. Ne? Ja. Mhm. Kurz, kann ich hier am besten im. Ja. Dann so ein bisschen zur Pathophysiologie, das möchte ich aber hierzu ganz kurz da nochmal anreißen. Und so ein bisschen haben wir das ja auch schon in dem Vortrag von Herrn Glien gehört. Das sind so die Faktoren, die da auch so diskutiert werden. Ne? Also Akkumulation von toxischen Metaboliten, ja, von diesen möglicherweise oxidierten Stoffen, die wir gehört haben, inflammatorische Prozesse, ne, die wir gehört haben, dann so dysfunktionale Schwanzzellinteraktion, klar, für das periphere Nervensystem, ja, und halt diese Mikroangiopathie, die wir eben auch schon im Detail dann gehört haben. Ne? Genau, dann machen wir weiter.
Genau, und dann komme ich schon nochmal zu der Zusammenfassung. Genau, Diabetes mellitus erhöht das Schlaganfall- und das Vorhofflimmerrisiko. Ja. Dann der Diabetes und die Hyperglykämie sind mit einem schlechten neurologischen Outcome und einem erhöhten intrazerebralen Blutungsrisiko bei der Akuttherapie des ischämischen Schlaganfalls vergesellschaftet. Ne? Also sowohl für die Lysetherapie, systemische Lysetherapie, ja, als auch für die Thrombektomie. Und genau, der Diabetes mellitus hat natürlich zusätzliche relevante neurologische Folgeerscheinungen, sowas wie Demenz und Polyneuropathie. Ja, wenn Sie an unserem Netzwerk interessiert sind, ja, entweder da aktiv irgendwie dran teilzunehmen, aber auch vielleicht auch nur, wenn Sie Interesse an diesen Fortbildungen haben, die wir aufsetzen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Ne, hier ist meine E-Mail-Adresse. Da können Sie gerne sozusagen sagen, dass Sie benachrichtigt werden wollen. Dann würden wir Sie da quasi aufnehmen in unseren Verteiler. Genau, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank und genau, bin natürlich für Fragen gern offen. Mhm.